Und uns ist jetzt via Skype Politblogger Gerald Gross zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Gross. Sie haben gerade selbst den Innenminister Gerhard Kahner gehört in Brüssel. Heute großes Ministertreffen der Innenministerinnen und Minister in Brüssel. Wie stufen Sie die aktuelle Migrationsthematik ein? Die Migrationsthematik ist desaströs, denn unsere Regierungspolitiker, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene, haben aus dem Annus Horribilis 2015 nichts gelernt. 2015 sind zigtausende unkontrolliert, ohne jeglichen Widerstand, ohne Registrierung über unsere Grenzen in Europa eingesickert. Und das hat zu einem sogenannten Wir schaffen das Chaos geführt. An den Folgen leiden wir heute noch immer. Es nennt sich der sogenannte Einzelfall. Und 7 Jahre später war diese Politik oder ist diese Politik nicht in der Lage, ein zweites Wir schaffen das Jahr zu verhindern, sondern wir haben heute gegenwärtig mehr Asylanträge als im Jahr 2015. Und wir haben die besondere Dramatik, dass ein Großteil jener, die in unser Land gekommen sind, bereits untergetaucht sind. Wir nicht wissen, ob sie hier sind oder ob sie in andere europäische Länder gereist sind. Das heißt, Österreich ist gegenwärtig einmal mehr das Zentrum, ein Laufhaus für den internationalen Asyltourismus geworden. Und jene wie Gerhard Kahner, die in ihren Sonntagsreden die Migrationswelle stoppen, sind in Wahrheit Vertreter jener Partei, die es seit 20 Jahren nicht geschafft haben. Aus Schaden wird man klug, dachte ich mir. Hat es die österreichische Bundesregierung wieder verabsäumt, aus den Fehlern von 2015 und 2016 zu lernen? Denn wie Sie es gerade selbst gesagt haben, in diesem Jahr sind die Asylanträge so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Ja, sie hat aus den Fehlern nicht gelernt. Sie hat zwar die letzten 7 Jahre große Sonntagsreden gehalten, die Balkanroute wäre geschlossen. Ich erinnere an Sebastian Kurz, der ja fast förmlich eigenhändig die Balkanroute geschlossen hat. Ich erinnere an die Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, die klare Kante im Asylbereich zeigen wollte. Ich erinnere an den Innenminister Karl Nehammer, der hier mit besonderer Brachialgewalt dagegen vorgehen wollte. Und am Ende erkennen wir, das ist lupenreine Sonntagsreden waren, das ist lupenreines Sand in die Augen streuen der Menschen ist. Und dass die Politik keine Konsequenzen aus 2015 gezogen hat, dass wir nicht vorbereitet waren, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist, sondern dass der Asyltourismus in unsere Sozialsysteme, und um die geht es ja am Ende, weiterhin fortgesetzt wird. Und zwar zum Nachteil der Österreicherinnen und Österreicher, die in diese Sozialsysteme mit ihrer Steuer- und Abgabenleistung einzahlen, damit andere von diesem Kuchen den Großteil erhalten. Rechnen Sie damit, dass es zu einer Lösung kommt bei dem Gipfel der Innenministerinnen und Minister in Europa, oder warten Sie ja auch nur Worthülsen? Die Europäische Union ist gescheitert. Frontex existiert nicht. Über das Mittelmeer gibt es nach wie vor NGO-Schleppers, nämlich Schlepperorganisationen, die von Deutschen finanziert werden. Boote, die in Wahrheit das dreckige Geschäft der Schlepper in Nordafrika, am afrikanischen Kontinent machen, die Asylwerber bis zur Hälfte des Mittelmeers bringen und dort in der Hoffnung, dass ohne diese NGO-Schiff deutscher Provenienz herum dort schon ihr Geschäft weiterhin, ihr dreckiges Geschäft weiterhin tradieren. Frontex kontrolliert nicht, Frontex kontrolliert an der griechischen Grenze nicht, Frontex hilft Italien nicht. Das heißt, Europas Außengrenzen sind seit 7 Jahren nicht geschützt. Und das ist kein Problem der Kroaten oder das ist kein Problem der Slowenen oder der Italiener, sondern das ist das Problem dieses Narrenhauses Brüssel, das zwar die letzten 7 Jahre uns versprochen hat, 2015 wird sich nicht wiederholen und uns nun wieder in das offene Messer laufen lässt. Laut der aktuellen Sonntagsumfrage, die wir hier auf OE24TV präsentiert haben, hat die FPÖ massiv aufgeholt. Die FPÖ würde derzeit, wenn am Sonntag gewählt werden würde, knapp vor der SPÖ auf Platz 1 liegen. Wundert Sie diese Umfrage? Na, mich wundert sie nicht. Wundert Sie diese Umfrage? Also, es wundert doch keinen. Im Übrigen, man kann mittlerweile
auf einen Wasserhydranten Opposition schreiben, Opposition zu dieser Regierung, Opposition zu diesen Parlamentsparteien. Und selbst dieser Wasserhydrant würde mittlerweile gewählt werden, weil ich davon ausgehe, dass jeder seelenlose Wasserhydrant und jeder Meter Feldweg es mittlerweile besser machen als diese Bundesregierung, die gegenwärtig im Amt ist. Diese Bundesregierung ist ja in Wahrheit nichts anderes als die ausgewachsenen Modelle jener, die bei uns auf den Straßen kleben. Sie kleben auf ihren Sesseln, sie erbringen keinen Nutzen, sondern richten nur Schaden an. In Wahrheit ist ja diese ganze Republik, ja ganz Europa nur mehr von entweder Sesselklebern oder Asphaltklebern unterwandert. Und am Ende bringt es den Bürgerinnen und Bürgern nichts. Steuerung, Sanktionen, Wirtschaftskrieg, hohe Inflation seit 1945, die höchste, dazu die Asylwelle, dazu noch der Klimawandelterror, der über uns hinwegfegt. Und dazu noch vielleicht ein wenig, wenn es noch ein wenig kälter wird, noch ein wenig Corona-Terror. Und das ist der perfekte Mix, dass die Freiheitliche Partei auf Platz 1 landet. Na, logisch. Abschließend, rechnen Sie 2023 mit Neuwahlen? Ja, ob ich damit rechne oder nicht, ist förmlich irrelevant. Ich würde es mir wünschen. Das heißt, wenn ich dieses Jahr am 24. Dezember unter dem Christbaum sitze, und mit der Blechtrommel dort herumrenne, dann werde ich dort inständigst das liebe Christkind bitten, uns doch endlich mit Neuwahlen von einer Regierung zu befreien, die keine Mehrheit mehr innerhalb der Bevölkerung hat. Wenn wir derzeit über Asylterror diskutieren und dann vielleicht noch über Klimawandelterror diskutieren und dann noch über den Teuerungsterror diskutieren, dann müssen wir doch erkennen, dass die Terroristen auf der Regierungsbank sitzen oder auf der Straße kleben. Das heißt, dieser ganze Wahnsinn, diese Angst, diese Untergangsstimmung geht ja von der Regierung aus. Das alles ist ja eine Summe einer falschen Regierungspolitik. Und daher, je schneller wir diese Regierung anbringen, sprich mit dem nassen Fetzen aus den Ämtern verjagen oder mit Lösemittel von ihren Sesseln herunterholen, wo sie sich festgeklebt haben, umso schneller kann es Österreich wieder besser gehen.